Hallo liebe YouTube-Zuschauer, heute gibt's unsere 10 Tipps für ein erfolgreiches Studium. Fürs heutige Video habe ich mir Unterstützung geholt. Das ist Alex, ein sehr guter Freund von mir. Wir haben zusammen studiert. Jeder von uns hat Bachelor und Master gemacht. Insgesamt haben wir 10 Jahre Studiumserfahrung zusammen. Und in der Zeit haben wir viele Strategien und Methoden entwickelt und herausgefunden für uns, die uns im Studium sehr geholfen haben. Und die wollen wir heute mit euch teilen. Okay, Tobi, vielen Dank für die Einladung erstmal. Wir werden die Videos chronologisch aufziehen, sprich im ersten Teil des Videos werden wir euch Tipps an die Hand geben für den Start des Semesters bzw. für das Mitte des Semesters und im zweiten Teil werden dann Tipps folgen für das Ende des Semesters bzw. für die Klausur selber, die ihr dann in der Klausur beherzigen könnt. Zuerst mal noch, falls ihr euch fragt, wo wir uns hier befinden. Wir sind gerade am Bodensee im wunderschönen Konstanz. Wie ihr seht, die Kulisse macht einiges her, ist sehr empfehlenswert. Aber wollen wir die Zeit nicht länger verplempern und fangen direkt an mit dem ersten Tipp. Genau, erster Tipp kommt von mir und der lautet, Überblick verschaffen und einen Plan machen. Was meine ich damit? Am Anfang des Semesters würde ich erstmal oder solltet ihr erstmal euch anschauen, welche Fächer habt ihr denn in diesem Semester überhaupt? Und ein bisschen herausfinden, wie viel Arbeitsaufwand diese einzelnen Fächer denn beinhalten. Das könnt ihr beispielsweise anhand der Credits ein bisschen schauen, was das einzelne Fach wert ist sozusagen. Oder indem ihr euch mit älteren Studenten unterhaltet und es so ein bisschen abfragt. Und dann wisst ihr schon mal, okay, welchen Workload sozusagen habt ihr denn in diesem Semester insgesamt. Und dann macht ihr euch abhängig davon einen Plan. Das heißt, ihr schaut euch dann von hinten vom Ende des Semesters aus an, die letzten 2-3 Wochen vor der Prüfungsphase, das ist sowieso die heiße Phase, da werdet ihr alles lernen müssen. Und ausgehend davon geht ihr dann Woche für Woche zurück und schaut, welches Fach wollt ihr in welcher Woche mit welchem Aufwand lernen. Also wie viel Lernaufwand habt ihr oder wie viel Lernzeit habt ihr in der Woche so zur Verfügung, wie viel wollt ihr investieren. Und dann teilt ihr das wirklich Woche für Woche die einzelnen Fächer auf. Am besten macht ihr, wenn ihr es richtig professionell macht, in der Excel. Wenn es euch interessiert, wie man sowas machen kann, können wir dazu gerne auch nochmal ein separates Video machen. Der große Vorteil daran ist, dass ihr am Ende des Semesters nicht in Stress und Zeitnot verfallt, sondern ihr habt einfach euren Stoff schon schön über das Semester aufgeteilt und könnt dann am Ende relativ entspannt in die Prüfungsphase gehen. Also Tipp Nummer 1, Überblick verschaffen und einen Plan machen. Der zweite Tipp für euch lautet, besucht alle Vorlesungen, die euch angeboten werden. Auch wenn ihr denkt, dass der Stoff viel zu kompliziert für euch ist oder der Professor es sowieso nicht gut genug erklärt, geht hin, macht euch Notizen, versucht dem Stoff wirklich effektiv zu folgen, wenn ihr sowieso schon mal da seid. Denn unterbewusst, auch wenn ihr es nicht merkt, nehmt ihr immer noch Schnipsel auf, die ihr dann später in der Klausur verwenden könnt. Und ganz wichtig, die ihr dann später nicht nochmal doppelt lernen müsst. Das ist wirklich ein extremer Zeitvorteil, den ihr euch dadurch verschafft. Ein weiterer Vorteil ist, zum Ende des Semesters hin vergeben die Professoren in der Vorlesung oftmals sehr wertvolle Tipps, wenn es um den Klausurstoff geht. Sprich, sie sagen dann oftmals Dinge wie, schaut euch die und die Themen mal etwas genauer an und dann könnt ihr antizipieren, dass ein solches Thema durchaus in der Klausur vorkommen könnte. Also Tipp Nummer 2, besucht ausnahmslos alle Vorlesungen, die euch angeboten werden. So, und Tipp Nummer 3 ist, sucht euch eine Lerngruppe. Natürlich müsst ihr euch auch zu Hause mal hinsetzen und den Stoff euch für euch konzentriert reinziehen. Aber es hilft enorm, wenn ihr euch auch mal mit Leuten, sage ich mal, auf eurem Level zusammensetzt, mal Übungsaufgaben zusammen durchgeht, den Stoff mal ein bisschen durchgeht. Und der eine hat das verstanden, der andere jenes. Und da kann man sich dann sehr gut gegenseitig unterstützen und da profitieren dann auch alle davon. Ich würde euch noch raten, sucht von Anfang an nach der für euch besten Lerngruppe. Oftmals im Bachelorstudium werden Aufbaukurse für Mathematik angeboten oder Einführungswochen, die einzig den Zweck haben, Leute kennenzulernen. Und sucht da, wenn ihr beispielsweise das Ziel habt, einfach die bestmöglichen Noten zu schreiben, sprich das Bestmögliche aus eurem Studium herauszuholen, sucht euch von Anfang an Leute, die in den Übungen sind, die engagiert sind, die Rückfragen stellen und versucht möglichst früh mit ihnen in Kontakt zu treten und das Studium mit ihnen zu bestreiten. Und dann habt ihr die größtmögliche Erfolgschance. Genau, weil wenn ihr am Ende des Tages, ihr, sag ich mal, eher unter den ambitionierteren Studenten seid und dann nur in der Lerngruppe seid mit Leuten, die halt die ganze Zeit nur feiern wollen, am Ende des Tages zieht es euch eher runter, beziehungsweise ja, ist es dann irgendwie kein so fairer Austausch, sondern schaut eben, dass ihr Leute habt, die dann auf dem gleichen Level wie ihr seid, mit den gleichen Zielen. Also, Tipp Nummer 3, sucht euch eine Lerngruppe mit ähnlichen Leuten oder die Leuten, die ähnlich wie ihr drauf seid.
Tipp Nummer 4 für euch lautet, finde möglichst früh für dich heraus, was für eine Art von Lerntyp du bist. Sprich, lernst du lieber in der Gruppe oder alleine? Lernst du lieber in der Bibliothek oder zu Hause? Wenn du das möglichst früh im Semester oder im Studium für dich erkennst, kannst du dir so sehr, sehr viel Zeit sparen, die du mit ineffizienten Lernmethodiken verbringst und stattdessen von Anfang an im Studium möglichst viel Stoff dir effizient beibringen. Also, Tipp Nummer 4 von uns, fühlt euch, finde möglichst früh für dich heraus, was für eine Art von Lerntyp du bist. So, und Tipp Nummer 5 ist, schwere Vorlesungen vor- bzw. nachbereiten. Wenn ihr wirklich Vorlesungen habt, wo der Anspruch entweder extrem hoch ist oder ihr einfach noch gar kein Vorwissen habt, dann macht es wirklich Sinn, dass ihr euch vor jeder Vorlesung mal den entsprechenden Skriptteil, was dann drankommt, das wisst ihr ja ungefähr, schon mal so 10 Minuten durchgeht, euch vielleicht Begriffe, die euch noch gar nichts sagen, erstmal googelt und dann schon mal ein bisschen wisst, worum es geht. Und wenn ihr dann in der Vorlesung seid und der Professor ist dann an der entsprechenden Stelle, dann habt ihr eben schon eine Ahnung und könnt dann entsprechend auch schon direkt nachfragen, weil ihr dann vielleicht schon genau wisst, was ihr noch nicht verstanden habt. Und so könnt ihr dann viel mehr aus der Vorlesung mitnehmen. Also Tipp Nummer 5. Vorlesungen vorbereiten bzw. dann auch nachbereiten. Das waren jetzt unsere ersten 5 Tipps für ein erfolgreiches Studium. Im zweiten Video geht es dann, wie Alex vorher schon gesagt hat, auch wieder um Tipps während des Studiums und dann natürlich auch ganz wichtig, unsere Tipps für eine gute Klausurenphase. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ist oder der Professor einfach die... Knie gehören, Alter. Sucht nach der für euch. Nein, ich muss es von vorne machen, sonst funktioniert das nicht. Okay.